Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Itzitz oder in Onderon sind wir hier wieder in SWKOTOR 2 Solo Challenge. Beim letzten Mal haben wir das Grabmal von Ned, oder hieß er so? Ich glaube irgendwie so in die Richtung hieß er. Haben wir eigentlich das Lichtschwert hier? Ja, Free Ned hieß er. Alter, hat der ein krasses Lichtschwert gehabt. Das würde ich mal sagen. Nehmen wir mal schön in die zweite Hand. Krasses Teil. Auch wenn es orange ist. Das ist rot. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das abgeschlossen. Und jetzt sind wir hier auf Itzitz mit unserem Kriegsdruiden gestrandet. Das war eben die Sache, die ich erinnert habe. Vor einigen Parts, als wir auf Onderon gestrandet waren. Und jetzt ist es eingetreten. Wir sind jetzt hier in der bürgerkriegsähnlichen Situation auf Onderon. Und müssen versuchen, Königin Talia in irgendeiner Form zu retten. Und vor allem zu dem Jedi-Meister zu kommen. Was passiert jetzt? Ich erkenne euch. Ihr seid der Außenweltler. Kommt, wir haben keine Zeit. Baklus Truppen haben die Rampe eingenommen. Der Palast kann jeden Moment fallen. Wir müssen die Königin retten. Euer Plan scheint aufzugehen. Unser Feind hat sich tatsächlich offenbart. Mit den Sith habe ich gerechnet. Aber diese Bestien hatte ich nicht berücksichtigt. Selbst jetzt benutzt Baklus sie, um in den Palast einzudringen. Bevor ich mich diesem Verräter ergebe, sterbe ich lieber. Die Männer hier würden ihr Leben geben, um das zu verhindern. Es gibt Hoffnung. Eine schwache, aber wachsende Hoffnung. Ich glaube, meine Nachricht ist angekommen. Welche Nachricht? Wovon redet ihr? Ein alter Schüler kehrt zurück. Die Sith werden nicht wissen, was über sie gekommen ist. Oh ja, da sagst du aber was, Kaba. Hier entlang, zur Himmelsrampe. Deswegen wollte ich auch in einem der letzten Parts die ganze Zeit zur Himmelsrampe hoch, weil ich das immer im Kopf hatte, dass da noch was passiert. Auf jeden Fall wird das jetzt ziemlich episch, sage ich euch. Los geht's. An diesem Weg liegen zwei Schildkontrollpunkte. Baklus Truppen halten die Rampe jetzt schon seit mehr als einer Standardstunde. Also kontrollieren sie jetzt die Kontrollpunkte. Wenn wir den Geschützturm da vorn erreichen, können wir die erste Barriere deaktivieren. Diese Einheiten bilden gerade mal ihre Nachhut. Je näher wir der Frontlinie kommen, desto härtere Kämpfe erwarten uns. Verstehe. Aber zuerst einmal müssen wir seine Soldaten aus dem Weg räumen. Los geht's. Ah, die kommen sogar zu uns gelaufen, ist ja lieb. Unruhe, Meister. Die werden so richtig schön auseinandergenommen von uns. Es ist herrlich. Herrlich, herrlich. Zumal wir jetzt auch noch dieses starke Lichtschwert haben von dem guten Ned. Na, kommt ruhig her, ne? Kommt her. Was? Die Royalisten im Bunker sind unter Kontrolle. Wir brechen auf, sobald die Verstärkung eintrifft. Ein Jedi? Hier? Männer! Angriff! Versucht, was ihr könnt. Aber ihr werdet sterben. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Oh, für die Geboma können wir die Probleme machen. Der Rest eigentlich nicht. Beenden wir es. Okay, der Boma macht keine Probleme. So gar keine. Guckt es euch an, wir schnitzeln hier durch die Feinde durch. Das ist doch herrlich. Das sieht man so richtig gerne. Oh, guck mal, der eine ist sogar schön noch gelähmt von Kraya. Herrlich. Das ist doch noch keine schlechte Wahl gewesen. Auch wenn sie gezwungenermaßen war, aber egal. So, noch ein paar Überreste hier mitschnacken. Elite Blaster, was habt ihr hier? Obese Raumanzug. Ah, ich wollte noch mal gucken, ob wir bessere Rüstung vielleicht mittlerweile anziehen können. Die hat 9 und plus 3. Und in diese Richtung wollte ich auch noch gehen. 9 plus 2. Obese Raumanzug? Nee. Okay. Das lassen wir mal. Behalten extra kurz Kampfpanzer. Hier ist die Barriere. Okay. Und er meinte, wenn wir hier drin sind, oder hier diesen ersten Kontrollpunkt erreichen, können wir das ab, diese Barriere ausschalten. Feuer einstellen! Die gehören zu uns! Danke! Vaklus Anhänger haben uns überrannt. Die Bestien. Die Bestien greifen auf ihren Befehl an. Bitte, geh zum Palast. Wir haben gehört, dass die Rebellen auf dem Palastgelände sind. Wenn das stimmt, haben wir nicht mehr viel Zeit. Haben Sie die Zugangscodes für den Geschützturm geändert? Wir müssen durch die Energieschilde. Ich glaube nicht, dass Sie die Zeit dazu hatten, Sir. Aber Sie feuern ununterbrochen. Bald hat Vaklo die Lufthoheit. Ihr zwei begleitet den Jedi. Wir anderen halten hier die Stellung. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Alles klar, königlicher Sergeant, cool. Mal kurz zwischengespeichert. Alles königliche Soldaten, sehr schön. Okay, können wir vielleicht das neue Lichtschwert aufwerten? Würde mich ja ein bisschen wundern, aber es könnte ja sein. Nein, können wir nicht, okay.
Dann nehmen wir nochmal dieses Lichtschwert vor und nehmen den Telgron-Stoßzelle mit ein bisschen mehr Schaden. Und hier haben wir noch einen Sender, einen verbesserten Fecht-Emitter. Oh, ist gut. Zusammenbauen. Oh, ist richtig stark, das Lichtschwert mittlerweile. 8 bis 26, krass. Gut. Und alle Spinde erstmal ausräumen hier natürlich. Na? Den hier noch? Sprengerkette, okay. Die Rüstung gucke ich mir gleich mal an. Die sah gar nicht schlecht aus. Wie hieß sie nochmal? Mechanik-Schildanzug? Nee. Ich glaube, das war der hier gepanzerte Fluganzug. Na, okay, ist nicht so gut. Abbrechen und weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt. Oh, guck mal, hier sind sogar Tote. Gut, das sollte mich eigentlich nicht wundern in so einem Bürgerkrieg, aber... Naja, ihr wollt es nur gesagt haben. Gut, wenn die Codes nicht geändert sind, dann müsste der Captain diese Codes eigentlich kennen, ne? Haben wir hinten noch was? Sieht ja eigentlich nicht danach aus. Nö. Gut, dann müssten wir ja eigentlich die erste Barriere ganz entspannt ausmachen können. Das heißt, wir gehen da mal hin. Oder... Da drüben? Ich guck nochmal eben hier drüben. Wir haben ja... Das ist nicht gut. Einer von Vaklus Hackern kontrolliert das Sicherheitsnetz. Er hat die Energieleitung in die Luft gejagt. Ihr Hacker muss an einem Sicherheitsterminal im Palast sitzen. Sie haben schon alle Sekundärsysteme der Rampe deaktiviert. Wir sollten uns auf einige Überraschungen einstellen, bis wir den Hacker im Palast erledigt haben. Okay. Verstehe. Dann sollen wir uns erstmal heilen. So. Weiter geht's. Was haben wir hier? Der Jedi ist noch... Wir werden angegriffen! Hallo? Nicht so aggressiv hier. Beenden wir es. Warte, Kapitän. Kommt, dass es sich wundert, dass der Jedi noch ist. Noch lebt. Hat er, ist er nicht zur Schule gegangen, oder was? So. Spinnt? Ah, hier ist das Zugangsterminal. Sie sind in den Palast eingedrungen. Ich wiederhole, Sie sind... Vostokus Zugangscode eingeben. Zugriff auf Geschützsteuerung. Truppen der Royalisten bombardieren. Du kannst helfen, indem du die Schiffe mit dem Geschütz abschießt. Geschütz kontrollieren. Oh yeah. Nice. Sowas liebe ich. Los, ist laut. Boah, ist das laut! Hinter uns soll da einer sein. Sehr gut. Da sind noch welche. So. Aber das war's schon. Sehr schön. Gut. Zugriff auf andere Systeme. Deaktiviert, sehr schön. Geschildbarriere deaktivieren. Was? Was? Ah, Hilfe! Wir haben den Palast eingenommen. Wie lange muss ich noch auf Talias Blut warten? Die Bestie macht bemerkenswerte Fortschritte. Aber es dauert seine Zeit, General. Die Energieschilde des Thronsaals sind wesentlich stärker als alle anderen. Bis jetzt läuft alles nach Plan, Tobin. Aber solange sie nicht tot ist, sind wir verwundbar. Verdoppelt eure Bemühungen. Es gibt beunruhigende Nachrichten aus der Stadt. Zu Befehl, General. Alles klar, dann wollen wir mal schnell hin, dass da nichts passiert. Was meint ihr mit der Bestie? Das klang ein bisschen nach einem Rancor. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ein Jedi-Ritter greift uns an. Auf eure Posten! Ergebt euch, wollt ihr euer Leben für General Vaklus Ambition geben? Attacke, Männer! Attacke! Ihr Vollhorste. Oh, Machtsprung, cool. Das ist übrigens der wohlbekannte Machtsprung. Den habe ich bisher noch nie eingesetzt. Das ist ziemlich cool. So, Überreste. Lebenserhaltungskits, okay. Brauchen wir zwar sowieso nicht, weil wir uns selbst heilen können, aber... Naja. Gut, die beiden hier mit Rampen. Gut, Verstärkung. Folgt dem Jedi. Wir werden den Palast zurückerobern. Wir müssen General Vaklu aufhalten, bevor er die Königin erreicht. So sieht es aus. Haben wir noch ein paar zusätzliche Leute bekommen. Hier geht es gleich wieder los.
von dem Hacker gezündet. Zack. Wieso kommen wir nicht durch? Er lebt noch! Lauft! Lauft! Ich werde euch nichts tun, wenn ihr jetzt geht. Auf eure Posten. Diese Feiglinge werden was erleben. Sollen sie nur kommen. Das habe ich erwartet. Kraftfeld Lichtschwert benutzen. Okay, erstmal den Sith Trooper. Jetzt die Sith Meister, was Sith Lords. Oh mein Gott. Wie ambitioniert hier die Kollegen. Sie meinen, sie hätten was drauf. Die machen auf jeden Fall ganz guten Schaden. Das haben sie drauf. Aber wir machen sie auch gut fertig. So, Meisterheilung. Nochmal. Zack, sehr schön. Überreste. Mukkwa. Was ist das denn? Was ist denn Mukkwa? Mukwa ist ein klobiger, aber mächtiger Plattenpanzer, wie ihn die gamorianischen Elitekrieger tragen. Jeder Gamorianer fertigt traditionell seine eigene Rüstung aus den Metallteilen von den Schlachtfeldern, von denen er siegreich war. Cool. Aber können wir nicht tragen. Will ich auch gar nicht tragen. Speichern trotzdem dennoch und stehen noch, glaube ich, kurz vor dem Palast. Wir sind noch ein paar Soldaten, aber die sollten ja, wie ihr schon gesehen habt, kein großes Problem darstellen. So. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr stark. Haben wir eigentlich immer noch? Ja, helle Meisterschaft haben wir noch. Ich war mir nicht sicher, weil wir jetzt da... Wer bist du denn? Ich war mir nicht sicher, weil wir ja auch das dunkle Lichtschwert jetzt so gesehen in Anführungsstrichen haben. Königlicher Offizier. Vor uns liegt der Thronsaal. Wir müssen die Königin beschützen. Wenn ihr zum Palast wollt, folgen wir euch dorthin. Der Feind ist schon in den Palast eingedrungen. Dann lasst uns gehen. Let's go to the Palast today. Alles klar. Königspalast. Und ziemlich düster. Wir sind im Palast. General Vaklos Truppen waren nicht allzu lange hier. Hoffentlich haben wir noch Zeit, die Königin zu retten. Der Thronsaal ist direkt vor uns. Dort warten vermutlich Vaklos Elitetruppen. Ich bleibe hier und sichere die Kreuzung. Falls noch mehr Royalisten kommen, kümmere ich mich um sie. Alles klar. Da hinten ist das die Bestie, die angesprochen wurde. Schließt jetzt die äußere Tür. Natürlich. Beeindruckend, dass ihr so weit gekommen seid. Aber ihr kommt zu spät. Bald ist die Königin tot und General Vaklu der neue König. Das ist keine normale Tür, die uns trennt. Sie besteht aus demselben Material wie Großkampfschiffe. Ich fürchte, sie ist unzerstörbar. Jede Tür kann geöffnet werden, Tobin. Es ist vorbei. Ich fürchte, da habt ihr recht. Jetzt muss ich mich aber um die letzte Barriere kümmern. Ich frage mich, wie sie damit durchkommen wollen, wenn... Terminal offline, das wäre auch so einfach gewesen. Ich frage mich, wie sie da durchkommen wollen, wenn sie da einfach nur gegenschlagen gegen elektrischen Widerstand. Naja. Was heißt Widerstand gegen elektrischen Strom? Sammelt unsere Truppen. Überprüft die Verteidigungsanlagen. Colonel Tobin sagt, der Jedi ist unterwegs zu uns. Greift ihn mit euren Bestien an. Wir brauchen mehr Zeit. Ich gehe in den Kontrollraum. Vielleicht kann ich den Captain überzeugen, uns zu helfen. Okay. Oh, hier ist wieder... Ja, genau. Habe ich zu spät gesehen, tut mir leid. Mal kurz hochgeheilt. Ah, da kommen sie schon, die Boma-Bestien. Unruhemeister. Oh, die halten aber viel aus, die Bomas. Irgendwoher haben wir gerade EP-Punkte bekommen. Ich weiß nicht wo. Das wird uns nicht lange aufhalten. Die machen auch gerade echt stark, die Boma-Bestien, muss man sagen. Doch, doch. Wobei, das war wahrscheinlich nur die eine. Wow!
Das hat aber keinen Tropf von uns, ne? Schon wieder haben wir irgendwie... Also ich finde es ja cool, dass Quail dabei ist, aber manchmal ist es ein bisschen komisch, was sie so an... was sie so raushaut an E-Unterstützung. Ja? Das ist sie auch nicht mal drauf eingestellt. Wie kann man das denn einstellen? Hier irgendwo, ne? E-Unterstützung. Diese Verhaltensweise ist nur für Jedi verfügbar. Kommt es zum Kampf, setzen sie neben ihrer Fernwaffen Machtfähigkeiten ein. Boah, hallo Taskbar, lange nicht mehr gesehen. Gut gegen die Jedi. Bald wird die mal, die ist gut. So, hier, du willst zerstören. Den können wir nicht zerstören. Okay. Okay, da vorne sind noch ein paar Druiden. Die möchte ich zuerst kümmern. So, ich habe gerade gehört, Freya ist durch eine Mine gelaufen. Ich glaube, das Mädchen. So. Zack. Sehr gut. Heilen nochmal kurz. Sehr schön. Wieder Terminal. Informationsterminal deaktiviert. Remote-Zugriff. Zugriff auf Verteidigungssysteme. Überlastung der Konsole. Überlastungssequenz abbrechen. Überlastung initialisiert. Hier ist ein kleines Geschenk, Jedi. Alter, dieser verdammte Hacker, ne? Richtiger Vollspaten. Verdammt. Tür. Noch eine Boma-Bestie. Zuerst immer auf die Bomas gehen. Die machen, haben nämlich am meisten Leben und machen am meisten Schaden. Dann noch auf die Sith. Erstmal auf den Kollegen. Dann auf den Sith. Wow. Das war eine Unterhaltung. Wahrscheinlich sowas wie Help me, help me. Tu mal, das hatte ich nicht auf der Kappe, dass der da plötzlich losspricht. Stirb. So. Stark. Sehr gut. Überreste. Situations-D-Package, schon mal kurz geheilt. Alter, die haut ja die Machtfähigkeiten raus wie geschnitten Brot. Wow! Alle sofort aktiviert. Was sind nur Militärdruiden, sind schnell kaputt. Nichts Besonderes. Oh. So ein Scheiß machen die also. Die werden überlastet. Und die sterben. Das macht natürlich Schaden. Heilen wir es mal so. Genau. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Ah. Ich gehe beim Level ab. Sehr gut. Dann nutzen wir das sofort mal. Levelaufstieg. Unbewaffneter Spezialist 6. Krass. Gehen wir hier mal wieder auf Computerkenntnisse und Sprengstoffeinsatz und Bewusstsein. Kräfte. Der Meistergeschwindigkeit. Na, weiß nicht. Ist nicht so nützlich eigentlich, aber es gibt auch nichts wirklich, was wesentlich nützlicher wäre. Deswegen nehmen wir das einfach mal. Meistergeschwindigkeit. Annehmen und weiter. Und kurz speichern. Wow, wow, wow. Hier werden schon ordentliche Blasterschüsse geschossen. Beenden wir es. So, ist stark. Ah, da ist der Kollege, der gerettet werden will. Ich glaube, das war eben ein Bug. Konzentriert euch. So, Kiff, lass ihn frei. Warum solltet ihr für General Waklu arbeiten? Aha. Irgendwie spricht er nicht. Ich glaube euch kein Wort. Ich weiß, dass ihr dieser Sache nicht lügt. Ich brauche Zugriff auf die Konsole. Bleibt hier, bald kommen die Soldaten und kümmern sich um euch. Was ist mit ihm? Wie bekomme ich denn euch denn da raus? Die primäre Sicherheitskonsole des Königspalastes ist gleich da drüben. Sie steuert den Energiekäfig. Dieser Hacker ist vermutlich noch angemeldet. Ihr müsstet also volle Zugriffsrechte haben. Würdet ihr euch bitte beeilen? Es war ein langer Tag. So, Captain Regan will ich befreien, aber was ist denn mit Kiff los? Nee, ich will an die Konsole. Oh, geht sogar. Zugriff auf Systembefehle. Öffnet alle Sicherheitstüren. Gebietsschimmerladen. Okay. Öffne alle Energiekäfig öffnen. Öffne alle Sicherheitstüren. Abmelden. Sehr gut. Regan, du bist frei. Danke.
Jetzt müsst ihr den Überbrückungscode für die primäre Sicherheitskonsole besorgen und das Terminal abschalten. Wenn ihr mit dem Code die zweite Sicherheitsstation erreicht, habt ihr alle Sicherheitssysteme des Palastes unter Kontrolle. Und wie komme ich an den Code? Der Hacker ist noch angemeldet. Ihr müsstet also alles finden, was ihr braucht. Okay, ich will mich darum kümmern. Gut, ich würde aber sagen, erstmal kümmern wir uns um das Ende des Parts, denn das ist jetzt wieder angekommen. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye! Yeah!